Ja, einen wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei Big Ambitions. So, ich habe meinen Friseurladen so einigermaßen jetzt auf Vordermann gebracht. Von Hui auf Hui, von Pfui auf Hui, so rum. Ja, es ist auch alles voll. Ich habe jetzt hier mal so einen Neonkreis dazu geholt. Fand ich eigentlich ziemlich nice. Es gehört eigentlich so in den Diskothekenbereich und so weiter. Gerade für, ne? Leuchte und den ganzen Kram. Aber ich dachte mir, ja, passt eigentlich. Normalerweise könnte ich die hier auch hier nochmal drum machen, aber sehe ein bisschen blöd aus. Ich habe es euch ausgetestet, aber es vielleicht. Ah ne, ich weiß gar nicht, okay, dann habe ich nichts gesagt, das funktioniert nicht. Ich dachte, ich könnte es nochmal hier so dran machen, aber drauf genuckelt, braucht keiner. Da habe ich mir noch solche Trennwände hier geholt. Ich muss mal gucken, wie weit sonst will ich das noch ein bisschen nach hinten schieben, damit das so einigermaßen symmetrisch ist. Hier habe ich auch mal so Trennwände gemacht, damit auch die hier so gesehen hier warten können. Und Trennwände, weil, wenn was rüberfliegt und ganzen Kram, ne, dass die halt dann nicht rumheulen, dass da irgendwie Haare rüberwehen und ganzen Kram. Mitarbeiter sind noch in Arbeit, also Arbeit in der Hinsicht, dass sie noch am Trainieren sind, also Ausbildung. Wohl habe ich ein bisschen mehr bekommen in den letzten Tagen. Man sieht schon 68.000. Das knallt, weil ich habe da doch mal noch ein bisschen weiter mehr drauf gehört. Ich muss wieder trainieren. Das mit dem Training, das nervt mich so hart, dass man ständig. Und 19 Tage, alles klar. Also Videospiele brauche ich erstmal nicht machen. Ich muss mal gucken, dass ich vom Training her irgendwie ein bisschen mehr Tage im Vorlauf habe. Ich habe keine Lust, ständig jeden Tag zu trainieren oder irgendwas, damit halt die Zufriedenheit oben ist. Also, ne? Ja. Geschenkeladen ist, was ist jetzt wieder? Papiertüten. Okay, ich muss wieder mehr Papiertüten wieder bestellen. Das kann ich gleich machen. Der ist noch nicht offen, den mache ich gleich auf. Ich bestelle erstmal beim Einkäufer mehr Papiertüten. Muss mal kurz gucken, 1000. Nee, das reicht nicht aus. Mal kurz hier runter gehen. Ach du Heiliger. Ist ja wieder günstiger. Bin gerade am überlegen. Boah, ich muss hier irgendwann irgendwas machen, damit ich die. Ich denke mal, ich würde mal so einen größeren Geschenkeladen demnächst machen, wo ich die Blumen reinballern kann. Aber. Ja. Mindestbestellung. Boah. Aber ist eigentlich egal. Dann mache ich hier einfach mal 2000 draus. Ja, perfekt. Ist nicht schlimm. So, Papiertüten, da mache ich mal 5000 draus, zack, kostet ja sowieso nichts. Boah, bald muss ich da richtig viel drauf, ich muss da bald noch mal ein paar Regale besorgen. Ja, also hier sind wie gesagt meine Mitarbeiter schon am Ausbilden, oder lassen sich gerade ausbilden. Ich muss noch hier wieder reingucken, weil die bekommen immer ab und zu mal neue Wünsche und so weiter und auch gerade wegen der Versicherung. Will ich mal gucken, ob ich schon irgendwie ein neues dazu holen kann. Silber, Bronze, passt. Okay, haben wir. Jetzt muss ich zu Silber gehen. Zack. Da. Weil ich werde die nach und nach hier mal reinlegen. Es sind noch ein paar noch offen. Aber es kommen mit den Tagen, dass wir irgendwann mal wieder mehr haben wollen. Man kennt es ja nicht anders, ne? Und. Ja, so schaut es momentan aus und ich werde auch gleich die Pforte aufmachen, weil es ist eigentlich soweit alles startklar. Die Collagen, die sind alle schon mal topfit, alle auf 100%, das ist immer nice. Weil ich habe mir jetzt so vorgehabt, klar, jetzt nicht mit allen zu machen, das geht jetzt halt nicht, alle automatisch auffüllen. Das habe ich bisher nicht einmal getestet. Das wäre hier eigentlich mal sehr optimal, weil ich habe jetzt auch noch keinen Sicherheitstypen, weil den habe ich komplett vergessen zu machen.
Ich habe zwar ein Haarshampoo, vielleicht kann ich ja selber gleich da rangehen. Das weiß ich ja nicht, das wäre ja natürlich richtig Bombe. Und ja, also man braucht hier nur drei Haarshampoo, finde ich ein bisschen schade. Gut, jetzt bei diesem kleinen Laden halt, ne? Aber ja, es ist alles im grünen Bereich. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf. So, oh, perfekt. Ich brauche keine Security. Okay, jetzt ist die Frage, wofür brauche ich dann die Security, wenn das alles mit der Kamera? Ich weiß, reichen die Kameras überhaupt aus? Ich denke mal, man braucht dennoch Security. Weil du ja irgendwen brauchst, der die festnagelt auf gut Deutsch. Also, davon gehe ich einfach mal stark aus. Keine Ahnung. Ich öffne mal die Pforte. Was? Anscheinend. Was? Kann ich hier arbeiten? Ich kann ja gar nicht arbeiten. Anscheinend habe ich ja. Was? Alles. Ah. Jetzt? Anscheinend werde ich mir nicht die Haare waschen lassen können. Hä? Oder habe ich doch jetzt zu wenig? Jetzt zeigt er mir an, dass ich da zu wenig habe, oder was? Warte mal. Ach so, weil ich ja nur einen Mitarbeiter habe, der die Haare waschen kann. Ja. Da war ja was. Ja, da sind die Mitarbeiter schon dran. Leider kann ich hier nichts machen. Ich hätte ja gerne irgendwie, dass ich hier nicht Haare waschen kann. Ah. Okay, bin ich mal gespannt. Die laufen dahin, holen das Haarprodukt. Das kostet 12 Dollar. Im Einkauf 3 und im Verkauf 12. Da mache ich 9 plus. Alter Verwalter, wie viel sind denn da bitte drinne? Ich würde gerne wissen, ob sich da irgendwas ändert. Ich sehe gerade, ist das ein Friseurtyp oder nicht? Nein. Okay, ich muss aber was nachgucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie keine Uniform haben. Ja, hier sind. Okay. Aktuelles Unternehmen, Colts Media, Cut and Fly, da. Da ist einer. Irgendwie so mit dem. Nee. Der hat keine Uniform an. Warte, ich habe auf das Falsche geguckt. Cut and Fly da unten. Da. Okay. Oh. So. Das habe ich auch bei dem Fahrer gemacht. Verkäufer. Okay. Jetzt sollte es ja wieder richtig sein, wenn er einmal. Ich weiß nicht, muss ich einmal rausgehen? Die ist ja auch hier. Hä? Was habe ich denn. Was habe ich denn hier gemacht? Nicht zugewiesen. Da nicht. Cut and Fly. Reinigung. Friseur. Auch alle Friseure. Kundendienst, das passt. Verkäufer. Friseur. Friseur. Komisch. Wieso ist er aber so grün? Das ist aber ganz komisch. Aber ich habe einen, ich weiß gerade nicht. Der kann Haare waschen lassen, aber da ist. Ah, nee, das ist ja die Uhrzeit. Ja, ich Dutchcop. Uhrzeit, das ist ja das,
Was ich da ein Problem habe, genau. Mal kurz. Sind die denn? Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Gut, da muss ich gucken, ob ich wirklich Sicherheitspersonal brauche, weil es scheint ja nicht so zu sein. Ja. Boah, ey. Aber jetzt kann ich endlich immerhin meine. Na, sag schon. Ich bin überlegen, dass ich hier bis gleich ein oder. Ah, ne, es bringt auch nichts. Das ist auch ein bisschen blöd. Ah, ich würde ja gerne selber schamponieren, aber es geht ja nicht. Dass ich demnächst an mit der Diskothek jetzt anfange. Weil die will ich unbedingt in einem Warenhaus haben. Also alles neue. Also ja, bei Zigaretten und Co. gibt es halt neue Produkte. Aber das eine, was ich hier halt haben will, ist die komplette neue, das komplett neue Areal halt. Ne? Also die komplett neuen Bereiche. Wie Friseur, Elektroladen, DJ, weiß nicht, was noch so alles gibt. Geschäftsarten. Darauf freue ich mich schon nicht. Kaffee gab es immer. Elektro ist neu. Das gab es schon immer. Florist? Oh, gab es eigentlich schon immer einen Floristen? Ich glaube ja, ne? Ja. Obst, Gemüse habe ich. Das war schon. Ich denke sowieso Friseur. Ja. Lagerhaus, ja. Supermarkt. Doch, das gab es auch, ja. Ne, Restaurant, ja, okay. Nachtclub. Da habe ich übelst Bock drauf. Da bin ich halt richtig gespannt. Oha, da. Ich glaube, da sehe ich halt das ganz große Geld. Denn im Nachtclub, ich glaube, das hat eine andere Auswirkung als mit diesem ganzen Whisky-Gedönse. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt hier hingehe. Wo ist es denn? Da. Ob es irgendwie als Nachfrage. Ja, die Getränke, das ist mir alles logisch. Bezüglich sowas wie ein DJ oder sowas hinterlegt ist. Irgendwie Nachtclub oder sowas. Aber ich glaube eher nicht. Ach doch, hier. Gebühr. Haarchemikalien. Da müsste eigentlich. Eintrittsgebühr, wie das hieß, glaube ich, ne? Anwalt? Nee. Ja, das gibt's hier nicht. Egal. Nice. Also, der Laden ist voll. Dann kann ich hier schon mal rausgehen. Sollen sie unter sich das Ganze ausmachen? Bin ich am Überlegen. Wo könnte ich. Mein. Na, DJ. Unter was? Eigentlich ist es hier unter Whisky und so weiter. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Einzelhandel. Was, ach Gott, hier ist ja gar nichts frei. Müsste mir einen Schuppen aufkaufen. Oh, warte mal. Nachtclub. Kaufangebot. Steht nicht zum Verkauf. Scheiße. Das ist natürlich sehr schade. Warte mal. Doch, ich könnte das doch kaufen, glaube ich. 28 Millionen. Der will bestimmt so 30 Mille haben. Boah, also rein theoretisch könnte ich ja die ganze Stadt kaufen. Aber wo soll ich das Lager herkriegen? Boah, wenn ich wirklich jedes einzelne Einkaufs- oder Einkaufsimmobilie kaufe. Boah, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil so viel Lager hat man gar nicht. Oder? Man hat, glaube ich, 12 Lager.
Ein Lager könnte so im Schnitt, also sagen wir mal Hälfte, Hälfte. Oh Gott. Nee, das haut nicht hin. Man kriegt nicht alle zusammen, glaube ich. So, wie groß ist es in der Shop? Oh, der würde. Okay, könnte ich genau gegenüber machen. Den könnte ich vielleicht in Bankrott führen. 30, 30, 48. Hier habe ich 50, 2 mehr. Gesamtgröße aber ein bisschen weniger. Warte mal, Vorschau. Okay. Warte mal. Jetzt mal öffnen. Ah, kann ich keine Vorschau machen? Oh, ich müsste mal wissen, wie der das aufgebaut hat. Warte, wann macht denn der jetzt nochmal auf? Ich glaube, der macht jetzt heute, glaube ich, nochmal auf. Weil wir mir das mal angucken. 101 Stunden. Oh, verdammt. Ich will einfach nur so reingehen. Wieso bist du so ein Arsch? So, kann ich hier Mitarbeiter wieder trainieren? Das ist natürlich schade. So. Da. Okay, das dauert. Oh. Also mit DJ, da müsste ich warten. Wie ich das am besten mache. Wir überlegen, ob ich nicht vielleicht eine neue Wohnung beziehe, weil die ist halt schon ein bisschen klein. Und kaufe mal neue Sportgeräte. Weil ich glaube, mit dem Cross-Trainer bin ich länger fit, als wenn ich hier nur mit dem hier mache. Oder ich gehe mal generell ins Fitnessstudio. Was ist denn das nächste eigentlich? Unter was? Autohändler, Casino, Möbelhaus, Fitness. Oh, da hinten. Oh, so ein eigenes Fitnessstudio wäre geil als Immobilie. Das wäre richtig geil. Oh, 24/7 hatte offen. Nice. Dann will ich mich einmal hinlegen. So auf entspannte 7:43 Uhr. Dann gucke ich mal. 76.000. Na gut, Friseur hat jetzt nicht so viel abgeworfen. Weil halt nun mal noch ein paar Sachen fehlen. Also mitarbeitertechnisch. Aber ich kann hier mal gucken, ob ich da schon irgendwas sehe. 6.000, ja. 172 Kunden? Nee, warte mal. Doch. Boah. Alter. Ja gut, da fehlt noch was mit dem Shampoo und so weiter. Habe ich überhaupt alles hier drinne? Also an Produkten, das will ich mir einmal angucken. F1. Wo ist denn mein Haar-Dingsi-Dongsi? Da Friseur. Haarpflegeprodukt. Ja, okay. Passt. Gut, ich hatte sowieso nur, glaube ich, nur ein paar Tage, nur ein paar Stunden offen gehabt. Los, die Schüler waren nicht alle voll besetzt, also gerade beim Shampoonieren. Ja, boah, da bin ich mal gespannt. Aber ich will einmal ins Fitnessstudio gehen. Taxi. So, ich hoffe, ich kann so schon rein. Da. Nein, kann ich mieten? Hä? Ach, Dussel, wieso? Egal. Aber es ist ein Frühsport. Zur Miete, okay. Okay, da. Kann ich eigentlich schon. Muss ich da irgendwie was anlabern? Kann ich so schon durch? Okay, Sportbekleidung. Hier Garderobe. Perfekt. Also, ich bin noch nicht komplett sportbekleidet, oder nicht? Ach, hier.
Ja, wir lassen es mal schwarz. Das ist Sportbekleidung. Das auch. So. Eine Stunde. Okay. Was nachgucken. Videospiel 18 Tage, das reicht sowas von aus. So, 2 Tage. Wie lange ist er eigentlich auf dem Crosstrainer? Eine Stunde. Okay. Wie schaut's hier? Oh, 3. Okay. Also das ist ja eventuell besser, als wenn ich das zu Hause mache. 2000. Oh, das geht langsam richtig schön runter. 196 Gäste. Kunden, wie auch immer. Und sobald ich alle hier drin habe, da bin ich richtig gespannt, wie es dann wird, weil ich gehe stark davon aus, dass da richtig reingeknallt wird. Ja, muss ich noch so... Boah. Ja, du kriegst immer 10%. Also noch so 6-7 Tage. Dann sollten die alle auf höchstem Niveau sein. Bin ich mal gespannt. Guti, dann würde ich sagen, wäre es das erste Mal mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen. Lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen, prächtigen. Und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.